Wir haben abgeviertelt. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Saarbrücken erstmal. Wir hatten eine kleine Panne gestern. Hier gibt es Matratze. Ist nicht viel Platz, aber das Ventil ist kaputt gegangen. Und für heute eine neue holen, weiß ich nicht. Ja, holen wir. Unser Gemünd. Eigentlich wollten wir bis Rotes fahren, aber ich sehe schon eigentlich schwarz. Ich nicht. Klar fahren wir bis Rotes. Ja, jetzt haben wir schon 8:30 oder was? Ja. Ja. Jedenfalls fahren wir jetzt erstmal los und dann sehen wir weiter. Bis dann. So, wir sind unterwegs, gerade gestartet, der Campingplatz Dr. Dadder. Gut, wir waren schon mal hier, immer noch 20 Euro, inklusive sanitären Anlagen, Duschen, was will man mehr? 20 Euro kann man nichts zu sagen, gar nichts. Jo. So, wir sind wieder an der Saar, geht jetzt hier weiter. Richtung Völklingen, Saarbrücken und so weiter. Der muss auch wieder ein Bild schießen. Brigitte, wasserscheu. Wasserscheu. Genau berechnet. Ja. Wir haben jetzt gleich 9 Kilometer, aber leider fehlt uns der Kaffee. Ohne Kaffee loszufahren, das ist auch nichts. Mal sehen, wenn wir gleich einen Bäcker hier auf dem Weg haben, dann werden wir erstmal eine schöne Tasse trinken. Das muss sein. Und dann schön in den Tag reinfahren. Hier bei Völklingen hat man noch den Eindruck gelebter Industrialisierung. Da drüben ein nicht enden wollendes Walzwerk. Haben wir eine ellenlange Versorgungsleitung, die auf vielen Metallständer montiert ist. Musik.
So. Wir sind hier im Völkchen, in einem großen Supermarkt. Und ich denke, hier können wir uns gut eindecken mit Getränken zu essen. Und einen Kaffee werden wir hier auch wohl auftragen. Ja, sieht gut aus. So, mit den Einkaufen sind wir fertig. Wir suchen uns jetzt eine Bank und dann frühstücken wir erstmal. Dann geht's weiter. Mit frischen Kräften, hoffe ich. Hart wie Kloppstahl. Was soll man da nicht sagen? Ich beziehe das noch auf den Stahl. Es geht Richtung Saarbrücken. Ja, der Radweg nach wie vor top. Gute Ausschilderung. Aber leider oft hier an der Autobahn entlang. War gestern schon so. Ist sehr laut hier. Aber ansonsten gut, links haben wir die Saar. Lässt sich gut fahren. Kaum Höhenmeter. Brücken auffahren, vielleicht mal sonst gar nichts. Ist echt gut. Gefällt mir. Wir sind aber auch schon mal vor 2 Jahren hier lang gefahren. Ja. Der Radweg war hier gesperrt. Egal. Augen zu und durch. Hat doch prima geklappt. Brigitte muss ein Bild schießen. Schön, wie es hier ist, aber mit Bänken, das ist echt armselig. Wir haben immer noch nicht gefrühstückt. Hoffentlich kommt bald mal was. 32 Kilometer haben wir. Naja, schauen wir.
guter Platz zum Frühstücken. Hinter Saarbrücken. Und fast zur Mittagszeit. Ja. Es geht jetzt weiter Richtung Saargemünd und dann sind wir ja auch in Frankreich. Okay, erstmal essen wir hier. So, wir haben Mittag. Wir haben gefrühstückt. Zur Mittagszeit. Sind gestärkt. Richtung Saargemünd. Wir wollten nach Rhodes. Wir haben Bescheid gekriegt, dass dort alles ausgebucht ist. Wir haben uns jetzt einen neuen Campingplatz ausgesucht. Und zwar Mittersheim. Das liegt kurz davor. Tut also keinen Abbruch. Nach Rhodes hätten wir auch einen kleinen Umweg machen müssen. Wenn wir den jetzt abziehen, dann haben wir eigentlich morgen die gleiche Streckenlänge. Ja, passt. Okay. Ja, in der Saale bleibt es auch irgendwie immer schön. Mir gefällt es ja. Seite. So, wir sind hier noch an der Saar, aber hier haben wir so ein bisschen Frankreich. Gleich müssten wir an den Schiffswracks vorbeikommen. So, kleine Trinkpause in glühender Hitze. Danach geht es dann in diese Richtung weiter. Ja, ist sehr warm geworden, auch ein bisschen windig, immerhin kühlt er ein bisschen. Wir sind kurz vor Saargemünd. Ja, wir haben noch, weiß nicht, 243 Kilometer vor uns. Wir sollten möglichst um 18 Uhr da sein, müsste eigentlich zu schaffen sein, ne? So, hier haben wir den Schiffsfriedhof, wo die Schiffe vor sich her gammeln, bis sie so total verrottet sind und nichts mehr von ihnen übrig geblieben ist.
bestimmt nicht gut für das Saarwasser. Hier in Saargemünd wird es Zeit, dass wir uns eincremen. Nur ganz vergessen. Sonst ist der Sonnenbrand garantiert. Es ist warm und wir haben Durst. Ist schon wieder alles weg. Einmal was holen, dann reicht das bis zum Campingplatz. 35, 36 Kilometer. Kannst du dich hier dran erinnern? Hä? Kannst du? Ja. Das ist der Kanal hier, ne? Ja. So, hier rechts, das ist nicht die Saar, sondern der Saarkanal, der parallel zum Fluss verläuft. Der Fluss, den Fluss haben wir da vorne links. Hat viele Schleifen auch. Der Kanal zieht sich ziemlich grad durch die Gegend. Und der Radweg hier geht weitgehend am Saarkanal entlang. Erstmal. Immer noch gutes Fahren. Und schön ist es auch hier. Ja, wie gesagt, wir sind vor 2 Jahren schon mal hier lang gefahren. Haben wir in guter Erinnerung. Finde ich gut, dass wir hier nochmal wieder langkommen. Damals hatte ich das auch nicht gefilmt, hatte noch gar keine Kamera. Das kann ich jetzt alles nachholen. Immer weiter geht's hier am Kanal entlang. Die eigentliche Saar haben wir da vorne. Aber es ist feines Fahren hier. Flach. Der Weg ist gut. Was will man mehr? Da können wir echt zufrieden sein. Nur der Wind stört ein bisschen. Thank you.
ziemlich dünn besiedelt. Aber dafür hat man seine Ruhe hier. Wir machen gleich da hinten auch erstmal Pause. Wenn wir eine schattige Bank finden. Trinkpause. Bisschen ausruhen. An einen ganz markanten Punkt, und zwar an diesem Bunker. Der gehörte zur Maginot-Linie. Also die Maginot-Linie, das Gegenstück zum deutschen Westwall. Der bei uns zu Hause auch in der Nähe vorbeiführt. Dort gibt es auch noch einige Reste in der Eifel. Ja, die Maginot-Linie war auch mehr Propagandawerk. Hat auch nichts aufhalten können. Genauso wenig wie der Westwall. Wir haben die Amerikaner und ihre alliierten Verbündeten auch schnell überrannt. Oh, hier ehemalige Wehrmachtssoldaten an diesem Bunker. Hier scheint eine Brücke gewesen zu sein. Noch Einschusslöcher sein hier. Ja, in Ihre über uns gibt es auch noch einen Bunker, den man besichtigen kann. Hier eine Schießscharte. Naja. 1940 ist das hier überrannt worden. Schon lange Zeit zurück, aber man sollte das nicht vergessen. Ich habe auch wahnsinnigen Durst. Muss auch ein bisschen sitzen. Es ist elendig warm heute. Und der Gegenwind kühlt eigentlich auch nicht mehr. Jetzt heute Nachmittag. Heute Morgen war es eigentlich noch angenehm. Jetzt ist es einfach zu warm. So. So, wir sind angehalten. Ich musste kurz meine Batterie hier wechseln. Und es geht jetzt weiter. Wir haben noch 25 Kilometer vor uns. Das müsste noch zu schaffen sein. Zur Abwechslung haben wir mal die Seiten hier, die Uferseiten gewechselt. Der Weg führt jetzt auf dieser Seite weiter. Stimmt. Und weil so weit das Auge sieht. So, 10, 11 Kilometer noch, dann haben wir es geschafft. Es ist unendlich heiß. Und wir haben Gegenwind. Der ist richtig warm. Ich glaube, wir... Heute etwa 95 Kilometer werden wir heute haben. Das reicht auch bei dem Wetter. So, 9 Kilometer noch. Wir müssen noch mal verschnaufen. Das ist so warm. Brigitte kann auch eine Pause vertragen. Ja. Kann ich. Auf jeden Fall. Das Dumme ist, wir haben hier überhaupt keinen Schatten. Der Weg führt weitgehend nach Süden. Morgens hätten wir hier auf dieser Seite Schatten, aber nachmittags halt nicht, weil die Sonne ja weiter nach Süden, weiter Westen, nach Westen geht und hier rüber, nach Osten rüber scheint. Ja, aber die 9 Kilometer, die packen wir noch.
wirklich eine Wohltat. Welch eine Erfrischung nach so einem heißen und schwülen Tag. Würde sich doch täglich so eine Gelegenheit ergeben. Doch leider wird das wohl nicht der Fall sein. Also die Gelegenheit so richtig auskosten und genießen. Ja, und danach wohlig in Morpheus Armen einschlummern. Ist das eine Abkühlung? Ja. Ja, schönen guten Abend. Der Tag geht zu Ende. Wir sind hier in Mundelsheim auf dem Campingplatz, 16 Euro. Aber die ist noch nicht mal wert. Ziemlich runtergekommen hier. Ist aber gut gelegen hier am See. Ich habe vorhin erstmal ein kleines Bad genommen. Ja, aber ansonsten schon sehr in die Jahre gekommen, sage ich mal ganz salopp. Ja. Rhodes wäre besser gewesen, da waren wir ja schon mal. Das liegt von hier 4-5 Kilometer weiter. Aber nach dahin hätten wir noch einen Weg machen müssen. Und auch dann wieder zurück zum Saarradweg. Dadurch wird morgen die Strecke eigentlich nicht länger. Es soll nach Straßburg gehen, harter Ritt, werden auch über 100 Kilometer und danach werden sie dann glaube ich etwas kürzer, 70, 80. Ja, ich hoffe wir werden Straßburg erreichen. Wir haben, wenn nicht, wäre auch nicht so schlimm, weil wir haben ein paar Tage Reserve. Ja, wir werden sehen. Aber ich werde mir jetzt aufs Ohr legen, Brigitte schläft schon. Und sage euch erstmal eine gute Nacht. Bis morgen in aller Frühe hoffentlich. Wir sind heute wieder ein bisschen spät weggekommen. Ja. Aber morgen wird es auch wieder warm und anstrengend. Naja, wir müssen da durch. Okay, wir sehen uns dann morgen. Macht's gut. Wieder geht ein schöner Tag dem Ende zu. Trotz schwüler Hitze und Umdisponierung war es wieder ein gelungener Radeltag, der uns einen zufriedenen Abend bescherte. Doch wie lange noch wird es so bleiben? Wird uns Fortuna weiterhin von ihrer besten Seite zeigen? Wir werden sehen.